Freunde der Tierzucht, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Mit dabei ist immer noch der kleine Schleim in seinem großen Hüttchen da oben am Berg. Das hat er mir ein bisschen nachgemacht, auf dem Berg zu bauen. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen... Aber das lassen wir nochmal durchgehen. Und zwar, ich habe gerade schon ein bisschen angekündigt, wir wollen ein bisschen die Zucht vorantreiben. Und dafür mache ich mir jetzt erstmal vorläufig hier ein temporäres Gatter, in dem ich die Tiere dann aufziehen werde. Ja, hallo erstmal. Ich bin ja auch mit dabei. Ja, hallo erstmal. Jetzt musst du ein bisschen mehr was sagen. Ich baue jetzt mein Haus weiter, dieses Mal in schön. Weil Abwechslung gehört dazu. Das ist wichtig. Und vielleicht mache ich dann hier noch Teppich rein, weil ich bin ja ein Teppichbodenlege-Experte. Ach so. Ja. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass ich hier Teppichboden reinmache. So, was sehr wichtig ist, bei Pferden braucht man zwei Türen, wenn sich das nicht geändert hat. Das ist richtig. Oh nee, jetzt fehlen mir irgendwie... Ach nee, jetzt habe ich zu viele Treppen Jetzt kriege ich nur eine Tür. Aber eine Tür reicht eigentlich erstmal. Das klingt jetzt komisch, aber ich meine, es müssen zwei Türen auf sein. Und wenn ich nur eine Tür offen lasse, dann kann halt nur kein Pferd raus. Schwieriger Satz, aber ist so. So, jetzt brauche ich hier... Ich habe da hinten übrigens mal so ein paar von diesen dicken, braunen Bäumen gepflanzt. Okay, ja. Dann mach du das mal ruhig. 3-4 Stück, damit, weil ich das Holz gerade viel brauche und falls du das brauchst, das sind welche. Ja, brauche ich gerade nicht, aber danke für den Hinweis. Ja, gerne. So, und dann hole ich das andere Pferd auch nochmal, denn wir brauchen ja gleich ein kleines Fohlen und das liefere ich dem guten Schleim dann einfach frei Haus. Oh, das ist nett. Das, mitten in seinem Beet. Das ist nicht so cool. Dann muss ich erst was bauen. So, ich weiß ja noch gar nicht, ob die wirklich irgendwie... Ich muss ja auch gerade erstmal... Ne, du kannst jetzt hier nicht raus. Geh mal schön da bitte wieder rein. Ich habe noch keine Tür gemacht, Schätzelein. Ich habe nur eine. Für mehr hat das Holz nicht gereicht. Warte mal, wie war nochmal hier... Das waren 9 Stück, ne? 9 Weizen für einen so einen Ballen. Und so viel habe ich gerade noch gar nicht. Das ist ein anderes Problem. Traurig. Aber das kriege ich hin. Und ich brauche 2 Ballen, damit die erstmal richtig loslegen, ne? Damit die volle Kanne abgehen. Damit die sich hier richtig... Aber du hast ja, glaube ich, noch ein bisschen was gepflanzt, oder? Ja, aber das wächst nicht. Es ist nur 1 gewachsen. Warum wächst bei dir nur 1? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht so den grünen Daumen. Das ist ein bisschen traurig. Also im echten Leben, okay, das ist eine Sache. Aber im Spiel... Wie kann man da keinen grünen Daumen haben? Tja, Wie kriegt man das hin? Das kriege ich anscheinend sehr gut hin. Also das ist echt eine Sache, die musst du mir mal erklären, wie man das hinbekommt, dass in einem virtuellen Spiel, wo das von Algorithmen bestimmt ist, nichts wächst. Ja gut, also ich kriege das hin. Kannst du mal sehen, was ich alles kann. Oder hast du das gerade erst vor 5 Minuten gepflanzt und denkst dir, okay... Nein. Da ist noch nichts. Das ist bestimmt schon eine halbe Stunde her. Also dann hätte schon 2-mal eine Ernte erfolgen können. Eben. So. Also ich muss gerade bei mir ein bisschen nachhelfen. Ist das jetzt hoch? Sehr gut. Denn ich brauche jetzt ein bisschen das Ganze. Und deshalb helfe ich gerade mal ein bisschen mit Knochenmehl nach. Das haben wir gerade zum Glück noch ein bisschen. Ab und zu kommen ja immer mal so Zombies vorbei. Und dann kriegt man davon schon was. Wo ich mir jetzt weniger Sorgen drum. Und ich muss jetzt hier so ein kleines Fohlen züchten. Damit der Schleim auch ein kleines Pferd bekommt. Das hat er irgendwie verdient. Oh. Eigentlich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Oh. So komm hier da auch nochmal hin. Und dann ab zu unseren Pferden. Jetzt habe ich 22 Weizen, daraus müsste ich mindestens 2 Barren machen können. Und da habe ich sie, 2 Heuballen. Dann gehe ich jetzt da rein und dann sage ich, kommt mal her, Kumpels. Du kriegst einmal. Nee, scheiße, wie funktioniert... Oder womit, oh Mist, womit haben wir die nochmal gezüchtet? Ich glaube, du musst mit Stroh rechtsklick drauf machen. Habe ich.
Aber dann tut ihm das weh, dann hau ich. Nicht mit Strohballen. Wie mache ich denn Stroh? Das ganz normale, das Weizen. Ach, mit Weizen nur? Und warum habe ich extra jetzt Strohballen gemacht? Weil du ein bisschen kaputt im Kopf bist. Nee, das frisst er nur. Das findet er nicht schlecht, aber das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie... Ja, du musst beide, du musst den einen anklicken und dann den anderen. Ja, aber die müssten ja Herzen bekommen, haben die nicht. Ja, Mann, weiß ich doch nicht. Guck doch jetzt mal nach. Nein. Mach mal bitte. Ich baue Dach, ey. Alter, bau mal nicht so viel Dach, guck mal lieber nach. Krass, wo? Oh, Digga. Ja, Digga, Alter, ich bin nicht Digga. Ah. Kannst deinen Papa Digga nennen, wenn du willst. Nee, der ist Digga. Okay. Ja, schau doch mal bitte einfach kurz nach. Sag mal so lieb. Schleifkorn. Ja, Mann. Nee, ich glaube, die musste mal mit Karotten. Das könnte durchaus sein. Das waren Karotten. Ich probiere es. Ich habe gerade nämlich schon Karotten gehört. Hab ich gehört. Ich habe geholt. Gesundheit. Stimmt, fuck, ich habe die noch gar nicht gezähmt. Da züchten. Pferde können mit goldenen Äpfeln oder goldenen Karotten gezüchtet werden. Stimmt. Und ich habe die aber noch gar nicht gezähmt. Die musst du, glaube ich, auch noch gar nicht zählen. Nein, aber dazu. Doch, musst du. Dazu und das war mit sofort. Weizen, ne? Warte, das kann ich. Oh, das steht hier auch irgendwo. Reiten, zähmen. Pferde können gezähmt werden, indem man mit der leeren Hand auf ein Pferd rechts klickt. Beim ersten Versuch wirft das Pferd den Spieler ab. Nach mehrmaligen Wiederholen dieses Vorgang ist das Pferd gezähmt und es erscheinen Herzen über dem Pferd. Genau, so war das nochmal. Ich habe den mich einfach gesehen und habe ich mitgenommen. So wie man das nochmal so macht. Aber da habe ich den das noch gar nicht gezähmt. Weil das brauchte ich ja noch nicht, weil ich habe ja noch keinen Sattel. Und mit so einer Leine, da kommen die halt mit. Da haben die auch keine andere Wahl. Ja. Das Pferd will sich nicht zähmen lassen. Egal, aber es kann nicht mehr abhauen. Bin ich wieder runtergefallen. Es kann ja nirgendwo hin. Das hat das Pferd noch nicht so ganz begriffen. Eine Hexe. Ah, das erste Pferd habe ich. So, mit Shift kann ich abstollen. Kann ich die Hexe schön aufmachen? Nein. Hä, warum habe ich das andere denn gleich gezähmt? Das andere habe ich sofort. Das ist ja komisch. So, und jetzt brauche ich goldene Karotten, hast du gesagt. Oder goldene Äpfel. Das ist ja gar kein Problem, denn zum Glück habe ich ja ein bisschen Gold. Und ich will jetzt so ein Ding ziehen, ne? Du weißt ja, wie die gehen, das, ne? Ja, irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Das ist, mach dir da mal keine Sorgen. Du brauchst Goldnuggets. Das kriege ich schon irgendwie. Ja, das weiß ich. Und das kriege ich aus so Golddingern. Und ich hole mir erstmal hier ein Gold, da ich habe ja zum Glück so einen ganzen Klumpen voll Gold. So, dann mache ich nämlich einmal so raus. Dann kriege ich nämlich 9 Goldbarren. Und aus 9 Goldbarren mache ich mir hier einmal so 9 Dinger. Ich mache mal, komm, wir wollen jetzt mal nicht geizen, ne? Dann machen wir mal lieber 18 raus. So, dann müsste ich hier und dann müsste ich... Fuck, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube einmal komplett rum, ne? Genau. Ja. 1, 2... Ah, dann braucht man doch ganz schön viel Gold. Aber kein Problem, kriegen wir hin. So, jetzt habe ich 2 goldene Karotten und die kriegen die jetzt erstmal zum Futtern. Und also Schleim, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mir nicht da irgendwie einen coolen Chip mal irgendwann für gibst, dafür, dass ich dir jetzt ein Pferd produziere, wofür du sonst Monate bräuchtest, bis du die wie ich hier die hinholst, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, ich habe dir gar nicht zugehört, weil ich gar nicht da war. Das tut mir leid. Och nee, Mist. Aber, och nee. Das eine hat gerade angezeigt, dass es gezähmt ist und dabei ist es noch gar nicht gezähmt. Na super. Scheiße. So, jetzt habe ich es auch gezähmt. Jetzt brauche ich aber nochmal eine goldene Karotte. Mist, 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 Mist. Schnell, schnell, schnell. 6, 7, 8. Besterben. So, zack, zack, zack. Och nö, jetzt sind die Herzen über dem anderen weg. So was hasse ich. So, komm. Machen wir jetzt mal richtig hier. Wir wollen eh in die große Zucht einsteigen. 2, 3 und 2. Super. So, so. So, jetzt macht ihr mal ein bisschen was. Freunde der geistigen Nacht. Ach, da kommt ja gleich ein fertiges Pferd raus. Ja, das dauert keine 9 Monate. Ach, jetzt habe ich dem versehen. Oh, jetzt habe ich hier voll richtig viel. Komm du mal rein. Du gefällst mir nämlich besser.
Oder gefällst du mir nicht besser? Du bist nicht gefleckt. Mag ich gefleckt? Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich gefleckt mag. Komm nochmal vorbei. Wem geben wir denn jetzt den Schleim? Weiß krieg ich schon mal Schleim nicht. Tut mir leid. Das wird auch so schnell dreckig bei mir. Ja, aber Weiß sieht schon ganz gut aus. So, du kriegst das braune Pferd. Das ist das Jüngste. So, komm mal hier jetzt raus da. Nein, du gehst da jetzt rein und du kommst raus. Kannst du mir gleich noch ein bisschen Essen geben? Ich habe gerade, glaube ich, nichts mehr dabei. Außer eine goldene. Dankeschön. Der kann nicht raus. Die Tür ist doch zu. Ja, aber hier ist doch einer frei. Ja, aber der ist zu dick. Ach ja, stimmt, das geht ja nicht. So, aber ich mache da auch gerne wieder einen rein. Ich habe nämlich noch keine zweite Tür. So, ich gucke mal gerade. Nee, erst muss ich gleich erstmal wiederholen. Und wo willst du das hinstellen bei mir? Das weiß ich nicht. Es ist jetzt dein Pferd. Aber ich habe doch gar nichts, was ich hinstellen kann. Das ist aber jetzt dein Pferd. Das ist ein Geschenk von mir. Das hat 5 goldene Karotten gekostet. Ja, vielen Dank. Das ist auch sehr nett, aber ich weiß nicht, wohin damit. Guck mal, das guckt dich auch die ganze Zeit an. Ja. Bin ja das hat dich lieb. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Sattel habe und du dann irgendwann auch. Warte mal kurz. Töte es nicht. Küsst ihr euch? Das ist ein bisschen ekelig. Ihr sollt da nicht rummachen. So. Jetzt muss ich einen Tag warten, bis ich ein neues Pferd. Aber sonst, also ich meine, das ist jetzt ein ausgewachsenes Pferd. Sonst war das doch so, dass erst ein Fohlen entstanden ist, oder? Ich weiß nicht, ich habe nie gezüchtet. Doch, sonst war das mit dem Fohlen. So, ich habe dir dein Pferd hier unten hingemacht. Okay, vielen Dank. Viel Spaß damit. Die Leine gibt es noch aufs Haus. Ach, das ist aber großzügig von mir. Sehr nett, ja. Sagst du mir Bescheid, wenn du wieder Kartoffeln hast? Ich wollte jetzt, ja, Kartoffeln kann ich auch machen, ein paar. Ein paar habe ich noch. Oder irgendwas. Aber, und da müssen wir nämlich irgendwie, guckst du schon mal nach einer Höhle? Denn ich würde mich dann gleich gerne los, damit wir noch ein bisschen coolen Shit bekommen. Aber ich, und vielleicht mein, ja auch mein, endlich. Ja, bitte? Mein Dach. Sonst regnet es da rein. Ja, bei mir regnet es auch rein. Ja, bei mir ist das nicht jetzt, egal. Ja, mir ist das auch nicht egal, aber ich habe noch nicht die benötigten Materialien dafür. Und du hast sie zwar, aber ich finde es nicht gut, wenn du alleine ein Dach baust. Das wäre ja schon ein bisschen asozial. So, na, mein Kumpel hat jetzt kein Dach, aber ich brauche mal ein Dach, ne? Ich fühle mich hier ein bisschen besser. Außerdem hast du ja schon sowas ähnliches wie ein Dach. Nein. Doch, komm, such mal eine Höhle. Wir wollen gleich los. Warum muss ich eine Höhle suchen? Weil das langweilig ist, wenn ich das auch noch mache. Frag die Zuschauer. Wenn die Zuschauer sagen, ich soll die Höhle suchen, suche ich nächstes Mal eine Höhle. Ist einfach so. Okay. Dann warten wir bis zum nächsten Mal. Nein, das nächste Mal ist jetzt ja nicht jetzt, sondern das nächste Mal. Oh Gott, das ist doch zum Kotzen, weil ich nichts zu essen hatte. Ich bin doch schon dabei, was zu produzieren. Meinte dich doch gar nicht. Ach, du bist von oben runtergefallen, weil du nichts zu essen hattest. Oh, ich habe hier echt. Nein, ich bin gestorben, weil ich nichts zu essen hatte. Ich hätte ja auch einfach die Golddinger nicht gehabt. Ja, aber du bist runtergefallen. Ja, aber wenn ich es zu essen gehabt hätte, hätte ich volles Leben gehabt. Dann wäre ich auch nicht gestorben. Schon wieder. Aber grundsätzlich hättest du natürlich nicht runterfallen müssen. Das ist ja schon mal so ein. Oh. Abgesehen davon, dass du vielleicht. Ich bin Dachdecker, die sterben schon mal. Die sterben schon mal. Ein alltäglicher Tag in Deutschland. Ein Dachdecker ist wieder mal vom Dach gefallen. Ein alltäglicher Tag. Schon der 5. am heutigen Tag. Welcher Tag? Egal welcher Tag, es ist ein alltäglicher Tag. Darum ist es ja ein Tag. Nicht irgendein Tag, sondern. Der alltägliche irgendein Tag. Aha. Wo habe ich denn, hat irgendjemand mein Eisen genommen? Eisen? Ich hatte mal Eisen. Jetzt habe ich kein Eisen mehr. Jo. So, hast du jetzt eine Höhle, Schätzelein. Ich bin hier für dich am Fleisch produzieren. Guck mal, ich kann nicht alles machen. Ja, ich muss erst mal Zeug wegtun. Oh, das Zeug wegtun. Ja, wie so eine Pussy. Ich glaube, du hast dich von... Der Syphilis-Braut auch mit Syphilis anstecken lassen. Ach. Ach. Pappala, papp. Fass ich doch nicht so an. Ja, die hat dich aber nachts angefasst. Nein. Doch, hab ich gehört. Kam ich so rüber. Hey, Schätzelein. Oh, yeah, Baby. Ah. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber gut. Ja, du hast ja auch geschlafen. Darum konnte die das ja auch machen. Ach, Vergewaltigung. Okay. Ich habe übrigens vor, ich glaube, ich werde das vorne hier nochmal ein bisschen kürzen und dann nach den Seiten noch ein bisschen breiter machen.
Oder zumindest zu einer Seite vielleicht auch noch so einen Halbbogen. Ehrlich, hast du dir schon mal dein Haus angeschaut? Das ist kein Haus mehr, das ist jetzt ein Dach. Ja, ich muss erstmal das Dach fertig kriegen, damit ich vorne was wegmachen kann. Ja, vorne und zu. Da kommen Fenster rein und alles Mögliche. Ja, aber das Dach ist viel zu groß. Das Dach ist größer als das ganze Haus darunter. Du hast einfach diesen Überhang, die gerade Fläche darüber, die hättest du weglassen müssen. Das Pferdchen hat die Leine durchgebissen und will jetzt schwimmen gehen. Nein, das hängt doch noch an der Leine. Sehe ich doch von hier aus. Nee, bei mir ist hier keine Leine. Bei mir ist aber noch eine Leine. Weißt du, wie scheißegal mir das ist, wie groß dieses Kackdach ist? Das gefällt mir. Gefällt mir verdammt aber, gut. Aber ganz ehrlich, warum hast du da nicht 100 Meter weiter gebaut? Guck mal, jetzt gucke ich auf so ein riesen Pilzdach. Das ist mir sowas von Latte. Ich gucke eigentlich gar nicht mehr auf ein Haus gegenüber, ich gucke nur noch auf ein Dach. Ich glaube, die Episode wird doch einfach heißen, das Dach. Ich diskutiere gar nicht mit. Ich suche jetzt eine Höhle und dann hat sich das. Genau, such du mal eine Höhle, dann können wir wieder in unsere Tage gehen und dann sehen wir nicht mehr das Dach. Ja, dann gehe ich am besten alleine in die Höhle, dann muss ich dich auch nicht mehr sehen. Doch, ich bin ja ganz schön. Nee. Doch. Nee. Du bist eine Beleidigung, bist du. Ich bin eine Beleidigung, ich beleidige vielleicht dein Dach, aber ich bin keine Beleidigung. Doch, für die Augen. Nein. Wohl. Komm, jetzt such bitte eine Höhle. Ich mache auch für dich Fleisch. Ich werde auch ein bisschen TNT für dich machen. Damit du das Problem da oben auf deinem Häuschen beseitigen kannst. Gleich gehe ich. Wohin? Weg. Wo ist weg? Weg. Wo ist weg? Da hinten. Da hinten ist groß. Ja. Wo ist jetzt das eine Fleisch hin? Egal. Also, wo bist du, Schätzelein? Schätzelein, jetzt reiß dich mal hier ein bisschen am Riemen, ne? Bin hier hinten. Also, nur weil du nur ein Dach gebaut hast und kein Haus, muss jetzt hier nicht eingeschnappt sein. Ich find's schön. Und die Brücke muss auch nochmal mehr. Fragen wir mal später den Darkwolf und vor allen Dingen unsere Zuschauer. Ja, also ganz ehrlich, also vor allen Dingen jetzt du. Also du, der sich jetzt schon auf den Boden rollt vor Lachen, schreib doch mal in die Kommentare, was du von diesem äußerst hübschen Dach hältst, ja? Nein, das ist mir egal. Ich lasse mich nicht beeinflussen. Ich finde das schön und das bleibt so. Ich finde, du wirst dich schon beeinflussen lassen. Zum Beispiel, wenn die Leute schreiben, was ist das denn? Voll Scheiße! Dann mache ich es noch dreimal größer. Ja, aber sei doch bitte ehrlich, ja? Das ist kein Haus. Das ist ein Dach. Ich finde es trotzdem schön. Okay, dann warten wir doch erstmal, bis fertig ist. Aber es ist voll riesig. Vielleicht spawnen da sogar Monster drin, weil es so riesig ist. Leicht. Wenn du kein Licht reinmachst. Ich trinke ich Tee mit denen. Ich bin Tee. Eine Höhle suchen. Ja, dann such doch mit mir zusammen, weil ich warte jetzt hier vor deinem Haus. Ach, auf einmal mit dir zusammen. Nö, jetzt. Ja, weil ich habe jetzt Essen. Ich habe ja Essen noch gemacht, Schätzelein. Warte hier vor deinem Dach. Kommst du bitte zu deinem Dach? Warum bist du denn in mein Haus gegangen? Ich bin nicht in deinem Haus, ich stehe vor der Haustür. Ja, also. Also ganz ehrlich, du könntest auch mal ein bisschen freundlicher zu mir sein, ja? Du auch zu mir. Gezuchtet. Ich bin nur ehrlich. Ich bin freundlich und ehrlich. Ja, dann kannst du trotzdem meine Meinung respektieren, dass ich das schön finde. Das tue ich ja auch. Aber du kannst ja auch meine Meinung respektieren, dass es voll hässlich ist. Ja, es interessiert mich noch nicht. Das ist scheiße. Du bist nicht offen für andere Leute Meinung. Ja, wenn ich das schön finde, warum soll ich es denn dann ändern? Habe ich auch nicht gesagt, dass du es ändern musst. Komm, jetzt lass mal hier nicht so lange schnacken. Beweg mal deinen Popo hier hin. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Loslaufen können. Ach, er kann nicht mehr sprinten. Oh nein. Da sprach er gerade noch von, sei mal ein bisschen freundlicher. Ganz ehrlich, ich habe dir ein Pferd geschenkt, was unheimlich teuer war. Was du hättest gar nicht leisten können, ohne mein Zutun. Das war ja auch unheimlich nett, aber ich brauch's eigentlich gar nicht. Wie, du brauchst es gar nicht? Was bist du für ein undankbares Pack? Komm! Ich kann dich nicht schubsen, das ist blöd. Dreckspack. Unfreundlich, undankbar. Ehrlich, das allerletzte hier. Und guck mal, ich spuck dich jetzt mit Essen an. Ich weiß zwar, dass du es gebrauchen konntest, aber fühl dich so, als ob's eklig gewesen wäre. Nee. Ganz ehrlich, da gebe ich ihm ein Pferd, damit er demnächst mit mir hier durch die Gegend reiten kann. Ich brauch's eigentlich gar nicht. Es gibt hier kein Auto. Hast du schon mal Minecraft gespielt?
wie willst du dich dann fortbewegen, wenn du zum Beispiel jetzt wir finden jetzt gerade in der Nähe noch Höhlen, ja? Und jetzt gehen wir 20 Episoden weiter. Da ist diese Glinde hier nicht mehr in der Nähe namens Höhle. Da müssen wir echt mal weiter. Kilometer um Kilometer. Hier bitte. Voll das Arschloch hier. Kritisiert mich die ganze Zeit. Ja, ist schlimm mit dir. Das machst du andauernd. Ey, Mensch, der ist ehrlich. Ist voll scheiße. Ja, dann kannst du es aber auch nett sagen. Und nicht so, wie du es immer machst mit so einem herablassenden Ton. Die Lehrer, die loben mich immer, auch wenn es scheiße ist. Die sagen, ich habe mir voll Mühe gegeben. Und jetzt gibt's einen Mensch, der ist ehrlich. Scheiße, Mensch. Komm, wo bist du? Hast dich jetzt versteckt? Ja, ich suche jetzt eine Höhle. Ja, guck mal, ich würde gerne da hinten suchen, weil da ist ein großer Berg und ich glaube, da sehe ich schon eine Höhle. Kommst du mit? Ich habe, glaube ich, eine gefunden. Wo bist du denn? Lieber Schleim, wo bist du denn? Hier hinten. Hier hinten ist groß. Nein, das ist nur ein Wasserloch. Und wenn du nicht gerade dein Hinterteil meinst, was enorm angestiegen ist, dann weiß ich nicht, wo hier hinten ist. Tja. Kannst du dich jetzt bitte mal zeigen? Ich bin immer noch hier. Hier ist groß, Mensch. Hier habe ich dich zuletzt gesehen. Hier, wo ich jetzt stehe. Da warst du zuletzt. Da bist du da hochgelaufen. Dann bin ich da auch hochgelaufen. Dann warst du weg. Ich stehe auf einem riesigen Baum. Boah, mein Gott, nochmal. Dann komm runter, wenn du mich siehst. Tue ich ja nicht. Ja. Ich sehe mein Haus. Ja, ich bin in der Nähe deines Hauses. Ich bin da. Lauf doch mal den Weg zurück. Mensch, echt schwierig. Aber Leute, wir sind leider schon wieder am Ende an der Episode. Ich weiß, es ist schwierig mit Schleim. Wir brauchen den Darkwolf. Da führt nicht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen den Darkwolf, einen vernünftigen Mitspieler. Einen, mit dem man reden kann. Und jetzt hat er das Spiel verlassen. Schade. Naja, tut mir leid um Schleim. Mein Herz blutet. Ich bedanke mich. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Episode haltet. Schreibt auch gerne, wenn ich zu hart zu Schleim bin. Dann werde ich mich ernsthaft entschuldigen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.